Yes, 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 Pessina. 3 Minuten Nachspielzeit zwischen Italien und Wales. Lass ein Like da lassen, aber wenn dir dieses Video auch gefällt, und dann kommt das Video online. Die Italiener stehen Druck nach Wechseln, Torhüter dann noch immer raus, und dann kommt Trent Sirigu, der 35-jährige in Italien. Ich weiß auch nicht wieso rausgewechselt, aber ich denke wegen nächstes Spiel. 2-0. Fast das 2-0 für Italien. Brauchen wir jetzt also noch 2 Minuten zu spielen. Leute, für wen seid ihr? Schreibt mal in die Kommentare, entweder Wales oder Italien. Ich fand, Italien hat wirklich gut gespielt in der ersten Halbzeit. Sie haben, ich glaube, 6 neue Spieler reingebracht. Ja, für den gegen Wales. Ich fand Wales nicht so stark. Ich hätte es anders erwartet, dass Italien gewinnt, also dass Wales so spielt. Und es gibt auch 3 Minuten Nachspielzeit für Schweiz. Es steht 3-1 für die Schweizer gegen Türkei, aber jetzt hauen wir Italien. Es ist noch 2 Minuten, noch 1 Minute. Bei ihrer zweiten EM-Teilnahme. Also die Italiener haben wirklich guten Druck gemacht, fast das 2-0 von Italien, aber heute kracht es einfach nicht. Und ja, wenn jetzt noch 1 Minute muss noch Italien noch aushalten, und dann haben sie 3 von 3 Spiele gewonnen. Einmal 3-0 gegen Türkei, Auftaktspiel, und dann Schweiz auch mit 3-0, und das sind schon mal 6 Punkte und 6 Tore, und dann ist 7 Tore und noch kein einziges Gegentor, und 11 Siege hintereinander hat Italien. Und ja, noch 1 Minute, und Italiener müssen noch einmal, noch das letzte Angriff. Italiener haben noch das letzte Angriff. Folgt mir auf Instagram, dort heiße ich Giuseppe-Pavone15, und vergesst nicht die Glocke aktivieren, da verpasst euch noch nie YouTube-Video, die Glocke. Und das vorbei, Italien gewinnt zum 3. Hintereinander gewinnt Italien, dank Pessina, diesen Mann, diesen Finger. Ist der einzige Torschütze des Spiels, aber doch auch einige Erkenntnisse, welche dieses Spiel hervorgebracht hat. Italiens Mancini, der beste Trainer. Und ich werde mal sagen, ich wünsche euch einen schönen Sonntag und einen schönen Tag. Schönen Sonntag und einen schönen Tag noch. Hier fragt mir, und die Schweiz gewinnt. Mit der weißen Weste 1-0 heute. Zuvor schon 2x13. Pessina! Das war's. Ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal Video.